Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem neuen Schlachtkommentar aus Shogun 2 Total War. Und zwar habe ich heute eine eingeschickte Schlacht von Pro Ace, der hier zusammen mit Jaben spielt gegen Ernesto und Godlaus. Ich hoffe, ich habe alle Namen richtig ausgesprochen. Wie gesagt, ich bin nicht mehr so beheimatet im aktiven Multiplayer des Spiels Shogun 2 Total War. Das heißt, ich kenne leider auch die wenigsten momentan besten Spieler, aber ich denke mal oder ich hoffe mal, es reicht noch, um so ein bisschen was kommentieren zu können und euch die wöchentliche Portion Total War zu versüßen. Schauen wir uns mal erstmal an, was gerade passiert ist. Ich habe gesehen, dort wurde eine Fähigkeit aktiviert und zwar hier ein ziemlich flotter Vormarsch der Yari-Samurai, die sich hier auf den Weg machen und den Hügel hinaufstürmen bei Pro Ace. Der hat außerdem Bogenkavallerie hier in den mittleren Salt entsandt. Diese schießt jetzt auch schon auf die Woku-Kämpfer, die sich hier versteckt haben. Und zwei Mann mussten bereits ihr Leben lassen. Im Moment Jaben gegen Godlaus und Pro Ace gegen Ernesto. Was hat Pro Ace für eine Armee dabei? Lundenschloss Kriegermönche, das war zu erwarten. Feuerkaff, sehr, sehr starke Kavallerie. Übrigens auch hier hochgelevelt. Auf Level 9, unglaublich stark. Gleichzeitig nur Dachi-Samurai, das heißt dieselbe Armee wie letztes Mal sozusagen. Und ich sehe schon, da kommt leichte Kavallerie angelaufen, die jetzt von den Naginata-Begleitern davon abgehalten wird, hier durchzurennen und sich möglicherweise die Woku-Kämpfer oder die Lundenschloss-Kriegermönche zuschnappen. Schauen wir uns den Gegner von Pro Ace an, der hat auch nur Dachi-Samurai dabei. Kugelsichere Samurai, Naginata-Kriegermönche, auch nochmal eine ordentliche Latte Kavallerie und ein paar Yari Ashigaru sowie selber auch Feuerkavallerie, Level 6 und hier die Leibwache des Generals, der auch mit einem Bogen ausgerüstet ist. Seine Verbündeter, der liebe Godlaus hat Naginata-Begleiter da am Schrein stehen, Naginata-Begleiter vorne, dann Nodachi-Samurai, Lehnsschwert Ashigaru, das sieht man selten, Level 6. Und Nodachi Samurai Level 6 hier nochmal. Da ist aber sicherlich noch einiges im Wald. Die Leibwache des Avatars, Nodachi Samurai, Naginata Begleiter sind auch noch zur Stelle. Wie sieht's aus bei Jaben, dem Verbündeten von Pro Ace? Der ist mit Yari Ashigaru, Nodachi Samurai, Daikyu Samurai, Lundenschloss Kriegermönchen etc. dabei. Auch noch ein paar Yari Samurai. Also das sieht ganz normal aus. Hier ist der Kampf derweil aber schon entbrannt. Und zwar kämpfen hier Yari Samurai gegen Woku-Kämpfer. Und wenn ich mir das anschaue, dann werden das die Woku-Kämpfer zusammen mit den Naginata-Begleitern sicherlich entscheiden können. Die sind hochgelevelt. Die Yari-Samurai sind nicht die besten. Jetzt kommt aber Yari-Kavallerie rein in die Yari-Samurai. Ob das so eine schlaue Idee ist? Ah nee, das ist Jaben hier, der seinem Teamkameraden aushilft. Und das ist eine super Sache hier. Der jetzt auch mit seiner Kavallerie abhaut vor der großen Garde, die Ernesto da losschickt. Der Kampf entbrennt hier auf allen Fronten. Es ist ein unglaublich intensives Match jetzt schon vom Micromanagement. Ich sehe es hier, wenn ich die Leertaste gedrückt halte, hier die Feuerkavallerie, charge die gegnerische leichte Kavallerie, das wird ein leichtes sein, die zu besiegen. Auch die dazukommende leichte Kavallerie, der Nahkampf hier ist entschieden worden für Pro Ace in der Mitte, hier in der rechten Flanke, sieht es auch noch ganz okay aus, der wird auch unterstützt von Jaben hier, weil eben Godlaus da bisher nicht so aktiv war. Der schickt jetzt eine Kavallerie über die Flanke und wird da sicherlich gleich ein paar schöne Aktionen fahren können. Hier ist der Kampf auch schon entbrannt. Die Lundenschloss-Kriegermönche ziehen sich zurück und Yari-Kavallerie wirft sich wacker ins Gefecht, um den Nodachi-Samurai Level 6 entgegenzutreten. Da muss sie aber auch schnell wieder raus, sich nicht zu lange aufhalten lassen. Da wird also jetzt eine Weile gekämpft werden. In der Mitte sieht es ganz gut aus für Pro Ace. Auf der Flanke kämpft mittlerweile Jaben gegen die Reste der großen Garde und der Woku-Kämpfer von Ernesto. Sieht aber noch ganz okay aus, wenngleich Ernesto hier mit den Long Yari Ashigaru Level 4 und dem Speerwald dieser noch eine schöne Trumpfkarte im Ärmel hat. So, wie es aussieht, bewegt sich Jaben jetzt vollkommen rüber zu Pro Ace, um da eben zu pushen. Da ist Godlaus ein bisschen langsam, der sich hier doch recht träge erst formiert und natürlich sich hier den Schrein holen kann. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt das Beste ist, jetzt hier Ernesto total hängen zu lassen. Also da eindeutig von Anfang an besseres Teamplay von Jaben und Pro Ace. Ganz im Gegensatz zu Godlaus und dem lieben Ernesto hier. Also da lässt Godlaus seinen Teamkameraden, ehrlich gesagt, ziemlich im Stich. Zumindest mal mit der Kavallerie hätte man eigentlich helfen können. Naja, vielleicht steckt dahinter ja irgendwas, was ich nicht checke.
Gleichzeitig hier, der Kampf ist immer noch am toben, aber Pro-Ace kann halt jetzt nochmal Einheiten reinwerfen, kann mit seinem General hinzukommen und wir sehen es, da bricht eine Massenpanik bei Ernesto aus, die Moral geht in den Keller, auch bei den Elite-Einheiten und dadurch, dass jetzt die Lundschlosskriegermönche hinzukommen und ihre Salve abgeben können, zumindest sehr bald, glaube ich, dürfte die Moral dann vollends zusammenbrechen. Jawohl, jetzt wird erstmal nochmal nachgeladen, die ersten Schüsse fallen aber schon hier. Jawohl, sehr schön. Und damit dürfte das klar für Pro Ace ausgegangen sein auf der Flanke. Gleichzeitig macht Jaben hier die Reste auch noch fertig. Und jetzt kommt der Angriff von Godlaus auf Jaben. Jaben steht hier nur mit einer, ich sage mal, Hilfsarmee. Also die ist schon nicht schlecht. Hier Lundenschloss Kriegermönche Level 5, ne? Yari Ashigaru Level 4, Nodachi Samurai Level 2. Hier dann nochmal Yari Samurai Level 6. Das ist nicht schlecht, aber das kann natürlich nichts ausrichten gegen so eine Top-Armee wie hier. Godlaus sie hier hat und womit er ja auch hier vorrückt. So, schauen wir uns die Kavallerie von Godlaus mal genauer an. Der hat hier leichte Kavallerie dabei, 2 Stück, dann Kavallerie der Naginata Kriegermönche Level 8, Yarikav Level 6 und Yarikav Level 6, unglaublich starke Antikav plus dann eben nochmal leichte Kav. Mal sehen, was Jaben da mit seinen 2 Yarikav Level 6 gegen tun kann. Die Angriffsbefehle wurden gesetzt hier und die Kavallerie begibt sich in den Kampf. Schöner Sturmangriff von Jaben, muss man sagen. Während Godlaus sich hier zurückziehen muss, die Yari-Samurai waren schnell zur Stelle. Und die Yari Ashigaru hier können jetzt auch in den Kampf mit eingreifen. Das ist natürlich jetzt perfekt gemacht von Jaben, der somit auf der einen Seite erstmal einen Großteil der gegnerischen Nahkämpfer dazu zwingt, sich auf den Kaff-Kampf einzulassen, also dorthin zu rennen, womit er seine Truppen hier effektiver zurückziehen kann und auf Pro-Ace Verstärkungen warten kann. Zum anderen kann er hier die Elite-Kaff, also zumindest die überlegene Kavallerie, mit den Yari Ashigaru doch noch ganz gut dezimieren und ja sogar teilweise vertreiben. Also sehr, sehr schön gemacht hier von Jaben. Der hat das hier geschickt gelöst. Wir dürfen aber nicht vergessen, so viele haben Pro-Ace und Jaben auch nicht mehr übrig. Die Einheiten sind sehr stark dezimiert, aber Pro-Ace hat eben auch noch Kavallerie übrig und davon nicht zu wenig. Die schickt er jetzt auch in den Rücken von Jaben. Die sind da also schon unterwegs, können nicht mehr abgefangen werden hier von den Naginata-Begleitern, sondern machen sich auf den Weg in diesen Nahkampf. Dort sieht Pro Ace, oh mein Gott, 2 Einheiten Nodachi Samurai mit Banzai teilweise sind da unterwegs. Da muss ich schnell helfen. Erstmal entscheidet er sich aber hier an der Stelle einzugreifen. Erstens, weil dort der gegnerische General gerade abgesessen ist. Das heißt, da kann er wunderbar Schaden machen. Zum anderen läuft Jaben hier gerade effektiv davon vor den Nodachi Samurai und hier waren bereits angeschlagene Nodachi Samurai, die er auslöschen konnte. Jetzt überlässt er Jaben hier das Töten des Generals und hilft eben mit beim Kampf der Kavallerie von Jaben gegen die Nodachi Samurai von Godlaus. Also sieht sehr, sehr gut aus. Wobei Godlaus eben hier zum Beispiel jetzt den Kampf auch wieder gewinnen konnte, dank seiner Infanterie, die er eben hierhin bewegt hat. Jetzt wäre es aber eben dringend notwendig, dass die sich nicht weiter bewegen, sondern eben hierhin laufen. Machen sie jetzt auch wunderbar. Das heißt, noch ist hier nichts entschieden. Godlaus kann da teilweise noch ganz gut durchrücken, hat Sammeln aktiviert bei seinen Einheiten. Und so Nodachis im Banzai, die darf man nicht unterschätzen hier. Die hauen sich da schon ordentlich in Stücke gegenseitig. So, jetzt kommt es halt drauf an, was Pro Ace mit seinen Truppen macht. Der hat hier noch Bogenkavallerie, die könnte man auch mal in den Nahkampf gehen lassen, sofern sie keine Munition mehr hat. Ah nee, die schießt ja noch. Die schießt noch hier auf die Nodachi-Samurai, perfekt eigentlich aus dem Wald raus. Nodachi-Samurai haben keine starke Panzerung, das ist ihre Schwäche, das heißt, da kann man mit der Bogenkavallerie natürlich wunderbar Schaden machen. Selbiges gilt für die Leibwache des Generals, die hier auch nochmal ordentlich Opfer verursacht auf Seiten von Godlaus. Insofern, das sieht nach einem schönen Match aus von Pro Ace und Jaben, die das hier wahrscheinlich gewinnen werden. Klar, der liebe Godlaus hat noch was übrig, der hat noch den Schwert Ashigaru, der hat auch noch ein paar Nodachis, aber ich glaube halt kaum, dass die eine Chance haben gegen diesen Yari, weil selbst wenn sie hier durchkommen, dann haben sie es zu tun mit einer ganzen Armee, die sie dann von unten nach oben bekämpfen müssen. Also das wird eher nichts mehr. Ich glaube, wir können getrost auf dreifache Geschwindigkeit gehen und uns den Rest hier anschauen. Da wird einfach der liebe Godlaus von allen Seiten beschossen, plus gecharged. Dann kommen nochmal die Lundenschloss-Samurai von Pro Ace hinzu. Warum hat jetzt das Team Pro Ace Jaben hier gewonnen? Ich würde sagen, auf der einen Seite, weil sie hier besseres Teamplay gezeigt haben, weil Pro Ace hier effektiv durchgerusht ist und gleichzeitig hier an der Stelle Jaben wunderbar ausgeholfen hat.
WildProAce dank der starken Unterstützung von Yaben auch noch im Nachhinein der starken Unterstützung hier ordentlich Einheiten behalten konnte. Die sind also nicht geflohen und übrig geblieben und dann eben hier eine Flanke aufmachen konnte, sodass Gottlaus irgendwie nur noch die Flucht nach vorne blieb. Sah zumindest so aus. Ja, das war souverän gemeistert hier vom Team ProAce und Yaben. Und ich würde mich bei euch bedanken fürs Zuschauen. Ich zeige euch noch kurz die Statistiken. Ansonsten sei noch erwähnt, dass wie immer eure Kommentare erwünscht sind. Unten einfach kommentieren. Und vielleicht mal der Hinweis, weil es ja immer wieder Leute gibt, was ich denen auch nicht zum Vorwurf mache, die einfach zum Beispiel, wenn sie mal ein Video suchen, immer in der YouTube-Suche General Pilofas Shogun 2 neues Video eingeben. Braucht ihr nicht, Leute. Es gibt einen Kanal, ich habe einen Kanal, also eine Seite auf YouTube, einfach auf meinen Namen klicken. Das dürfte den allermeisten, die jetzt hier zuschauen, klar sein, aber trotzdem, irgendeiner weiß es immer nicht. Insofern, wie gesagt, einfach auf den Namen klicken, dann kommt ihr auf den Kanal, da könnt ihr alle Videos anschauen und auch nach einzelnen Videos suchen, denn auf jedem Kanal gibt es eine Suchfunktion für diesen Kanal. Gut, das wollte ich nur nochmal erwähnt haben. Ihr seht hier die Statistiken, ihr könnt hier den Bildschirm einfrieren, wenn euch was Besonderes auffällt. Ansonsten sehe ich, dass die Lundenschlösser ganz schön reinhauen konnten. Aber auch hier die Lehnsschwert Ashigaru mit 220 Kills, damit hätte ich nicht gerechnet. Die haben sich anscheinend ordentlich rentiert. War auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Match von ProAce. GG an Gottlaus Berserker und Ernesto und Yaben hat hier wirklich super ausgeholfen gegen ProAce. Übrigens, dass hier mein Steam-Profilbild angezeigt wird, ist ein Bug, dürfte aber, glaube ich, klar sein. GG an die 4, schönes Match, danke fürs Einsenden, ProAce, Replays gerne an generalpilofas@web.de und damit würde ich mich für heute verabschieden. Wir sehen uns beim nächsten Mal, beim nächsten Shogun 2 Schlachtkommentar oder vielleicht auch demnächst mal wieder bei Rome 2. Ciao, bis dann, euer General Pilofas.